Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelsvakantist, und ich wurde schon öfters nach meinen sportlichen Aktivitäten befragt. Jetzt habe ich dazu mal ein Video gemacht. Ich mache also täglich, außer sonntags, eine Reihe von Übungen, es sind 6 Übungen, und die Übungen dauern hintereinander gemacht insgesamt 5 Minuten. Allerdings wiederhole ich diese 5-Minuten-Einheit mehrfach, also bis zu 6 Mal, sodass man effektiv auf 30 Minuten am Tag kommt und in der Woche dann halt auf 3 Stunden. Diese Übung habe ich mir im Internet zusammengesucht, beziehungsweise zum Teil auch ein bisschen modifiziert. Das sind also die Übungen, mit denen ich am besten zurechtkomme und die meines Erachtens auch am effektivsten sind. Zuerst zeige ich die also mal. Bei den ersten 4 Übungen steht man gerade, Beine ein bisschen auseinander. Man braucht also keine Geräte, keine Hilfsmittel. Und das Wichtigste ist, dass man bei den ganzen Übungen immer gleichmäßig atmet. Also man hält nicht die Luft an, sondern achtet darauf, auf durchgehende Ein- und Ausatmung. Bei der ersten Übung also die Arme gestreckt und dann hochheben. Und dann beim Hochheben ausatmen und einatmen. Diese Übung wiederholt man 12 Mal. Das ist auch bei anderen Übungen der Fall. Also normalerweise machen Bodybuilder sehr anstrengende Übungen, bei denen sie dann auch eben zwischen 10 und 15 Wiederholungen machen. Hier geht es also eigentlich mehr darum, dass man eine gewisse Gleichmäßigkeit erreicht. Wie gesagt, diese Übung 12 Mal, dann die nächste Übung, man hat die Arme bereits angewinkelt und hebt sie dann gerade nach oben. Auch das 12 Mal. Durch den Mund einatmen, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Man kann bei den Übungen auch kurzzeitig in die Hocke ein wenig gehen, dass man die Beine auch etwas belastet. Die dritte Übung, man hat die Arme wieder gerade nach unten hängen und hebt sie dann in Bogenform nach oben. Auch hier wieder die Möglichkeit der Hocke. Dann bei der vierten Übung, das sieht so ein bisschen aus wie ein Boxschlag, aber eigentlich handelt es sich dabei nur um ein Ausschlagen oder Ausschütteln der Arme. Und zwar geht man also nicht gerade, sondern schwingt den Arm nur etwas nach vorne. Andernfalls könnte man Schultern oder Armmuskulatur oder Knochen überbelasten. Also dann jeweils 1, 2, insgesamt dann 12 Mal. So, die fünfte Übung. Man hat die Füße erstmal nebeneinander stehen, direkt nebeneinander, und hält die Hände zusammen. Und dann fängt man mein Ding so an, dass man die Hand auf, oder die Hände auf der rechten Seite hält. Und dann macht man einen Schritt nach links, schwingt dabei die Arme rüber auf die linke Seite und zieht den anderen Fuß nach und geht dabei ein wenig in die Hocke. Also man macht keine richtige Kniebeuge, sondern geht nur ein wenig in die Hocke, so quasi zum Federn. Und wieder zurück. Hier kann man dann meinetwegen zählen 12 oder 24 Mal, also hin und zurück einmal oder hin und zurück 1, 2. Dann wären es also jeweils 12 oder 24 Mal. So, die sechste Übung. Das ist der sogenannte Ausfallschritt, also
praktisch keine Kniebeuge, sondern eine Kniebeuge, also nur mit einem Bein. Und zwar ganz einfach so und dann wechseln. Auch hier kann man wieder zählen, entweder 24 oder 48 Mal, je nachdem. 1, 2 oder nur 1, 2. Man kann auch hier wieder mit den Armen ein wenig arbeiten, indem man die Arme zuerst angewinkelt hält und dann bei der Kniebeuge nach unten lässt, dann wieder hochhebt. Das sind die sechs Übungen. Insgesamt normalerweise dauert das etwa 5 Minuten, mal 4,5, mal 5,5 Minuten. Und ich mache das, wie gesagt, normalerweise 6 Mal hintereinander. Das dauert fast immer ziemlich genau eine halbe Stunde. Mittlerweile nehme ich dazu auch noch Gewichte, aber sehen mehr schwer aus, als sie es sind. Glaube ich, 1 oder 2 Kilo wiegen die nur. Also mehr würde ich sowieso nicht mehr nehmen. Und das ist auch nur, um ein bisschen mehr Belastung zu bekommen. Aber auch, das ist auch nur möglich, weil ich das also schon eine ziemliche Zeit lang mache. Also für Anfänger ist es absolut untauglich, schon direkt mit Gewichten anzufangen. So, 33 und 30 Sekunden. Mal schauen, wie lange es jetzt dauert, wenn ich die 6 Übungen am Stück durchführe.
So, das waren jetzt 5 Minuten und 9 Sekunden. Also wie gesagt, das sind meine Übungen, die ich jeden Tag mache. Ich komme da gut mit zurecht und ich kann jedem empfehlen, ein bisschen sich zu bewegen, um sich gut zu fühlen und fit zu sein.